50. Da können Sie sich auch vorstellen, wie viele Jahre das nun zurückliegt. Aber eins muss ich sagen, Übung am Boden haben wir gemacht. Wir haben auch Stufenbahnen gehabt. Ich kann mich in meiner Schulzeit an meine 5 im Bodenturnen erinnern. Ja, also im Turnen war ich eine Niete. Pferdsprung konnte ich, aber alles andere nicht. Hüftaufschwung und Hüftumschwung, ja. Ja, und Rolle vorwärts hat man auch noch hingekriegt. Rad war schon ein bisschen eng. Spannend war immer Boxspringen. Allerdings haben wir natürlich keine Pirouetten oder sonstige klassischen Themen dort gezaubert. Wir können uns an die Filzmatten noch erinnern, die wir ausrollen mussten. Damals an die Rollen, vorwärts, rollen, rückwärts. Und an die Kletterbänke. Also mein Turnunterricht ist 60 Jahre her. Umgefallen und alles so weiter. Keine Erinnerung, ich weiß, ich bin für nichts zu gebrauchen, ich habe nur die Matten weggeräumt. Das Schlimmste war das Barren, am Barren zu turnen. Da hat man eigentlich nur hin und her geschaukelt und ist dann schnell wieder irgendwo verschwunden unter den Matten und hat sich versteckt vor dem Sportlehrer. Meine Erinnerung ist, dass ich in der 10. Klasse zur Prüfung Bodenturnen machen musste und es gehasst habe. Mit Genesis. Ich fand es schrecklich, ehrlich. Das war großartig. Im Turnunterricht. Wir hatten alle Geräte im Schulsport. Ja, ansonsten immer eine schmerzvolle, aber lustige Angelegenheit. Turnunterricht, naja, maximal am Pferd, dass wir gerade so übers Pferd gesprungen sind und gerade so eine Hocke oder eine Grätsche hinbekommen haben. Keiner wird es glauben, ich habe 1987 am Reck sogar mal eine Goldmedaille gewonnen. Da war ich noch ein ganz kleiner Steppke. Die Kreisspartakiade in Herzberg muss eine legendäre Übung gewesen sein. Von Kopfstand in Handstand, das kriege ich schon noch hin. Und am Bahn ja so ein paar Schwünge. Würde ich auch schon, glaube ich, auch schon noch vortun können. Ja, wäre kein Problem. Ich hatte besonders gern den Schwebebalken, aber da war ich sehr wagemutig und war dann gestürzt. Das bleibt mir heute noch in Erinnerung. Und wenn ich hier die Schwebebalkenübungen sehe, dann zittere ich richtig mit. Ich könnte, glaube ich, einen guten Ratschlag, und zwar den, geh nicht auf die Bodenmatte. Mehr geht nicht.